Herzlich willkommen wieder zur Sendung Capital Beat direkt aus Brüssel, dort, wo das Herz Europa schlägt, und wir sind heute im Studio des Parlaments, dort, wo auch unsere deutschen Abgeordneten sind. Und heute habe ich mir eingeladen, den ehemals jüngsten deutschen Abgeordneten mit 26, Jan Philipp Albrecht. Herzlich willkommen. Hallo. Sie waren 26, als Sie gewählt wurden, ne? Ja, das ist jetzt anderthalb Jahre her und ich bin jetzt immer noch der jüngste Deutsche. Also, hm. weil ja die nächste kann Wahl ja nicht sein in ein paar <laughs> Jahren ist. Ähm, aber natürlich mache ich jetzt, äh, sage ich mal, viel weniger die Vertretung der Jugend, als mhm. dass ich wirklich auch inhaltlich hier versuche, was zu tun. Sie sehen noch ganz jugendlich aus. Also können auch ein bisschen jugendlich vertreten sein. Wie haben Sie denn, äh, der Atomunfall in Japan ist ja jetzt schon ein paar Tage her, ja. wie haben Sie das erlebt als Grüner? Fühlten Sie sich bestätigt? Bei all den Ängsten und Sorgen, die die Grünen immer vorgebracht haben? Also ich war wirklich äh, geschockt und, und richtig traurig in dem Moment, als das äh, das erste Mal gehört habe, weil mir auch relativ schnell klar war, was da kommen mhm. würde. Es war ja am Anfang ziemlich viel Desinformation und denjenigen, die sich aber viel mit Atomenergie auseinandergesetzt haben, denen ist eigentlich von Anfang an klar geworden, dass das äh, nicht aufzuhalten ist. Und ähm, da ist man schon extrem traurig erstmal. Und ich habe eigentlich nie wirklich daran gedacht, so jetzt haben wir es aber mal allen gezeigt, dass es tatsächlich so war. Mhm. Und ich glaube, dieser Vorwurf gegenüber den Grünen ist auch äh, nicht gerechtfertigt, sondern diejenigen, die am meisten geschockt waren und sich am meisten äh, wirklich damit auseinandergesetzt haben, äh, waren tatsächlich diejenigen, die sich gegen die Atomenergie eingesetzt haben viele Jahre. Sie waren ja schon sehr jung bei den Grünen, schon mit 18 oder 17 sogar eingetreten. Das heißt, Sie waren immer schon Atomgegner. Das kann man ja so sagen. Das ist schon in Ihrem Blut gewesen. Ja, also ich, ich bin, äh, seit ich 17, 18 war, immer zum Beispiel zu den Demonstrationen gegen die Kassel-Transporte mhm. gegangen. Zum Teil noch in den rot-grünen Jahren mit 30, 40, 50 anderen jungen Grünen, die trotz dessen, trotz dem Konsens, mhm. dort auf die Straße gegangen sind. Und ich habe viele Leute äh, gesehen, die, gerade weil sie sich mit dieser Gefahr zum Beispiel von Tschernobyl auseinandergesetzt haben und äh, von anderen Störfällen, äh, die richtig emotional waren und richtig mhm. äh, traurig auch immer, wenn die zum Beispiel diese Kassel-Transporte stattgefunden haben. Also da, da hängt viel Herzblut hinter und äh, viel weniger Parteipolitik, als man sich manchmal Denken mag, weil es geht um eine Grundsatzfrage mhm. des Lebens. Es geht um Leben und Tod. Richtig. Ja. Es geht um Politik, es geht auch um, um Demokratie. Also gerade mhm. als junger Mensch fragt man sich, wie kann man eigentlich Entscheidungsfreiheit und Demokratie in der Zukunft gewährleisten? wenn man eine Technologie hat, die über Jahrhunderte, naja, zum Teil sogar über Jahrtausende und noch viel länger bestimmte Sachen festlegt, manifestiert. Und direkt bei mir in, in Wolfenbüttel, in meiner Heimatstadt, mhm. gibt es ja die Asse. Und da ist ja deutlich geworden, wie das auch schiefgehen kann, schon in den ersten Jahren nach einer Endlagerung. Ja, nun ja. haben wir ja das Desaster voll genau. erlebt. Prognose von Ihnen, Atomkraft ist tot für immer und ewig. Also äh, meine Prognose wäre das noch nicht, weil die Kräfte, sage ich mal, des Lobbyismus immer eine gewisse Wirkung auch haben. Mhm. Und man sich natürlich immer fragen muss, äh, was passiert in all der Zeit zum Beispiel des Atomausstiegs. Und ich habe mal ausgerechnet, ich glaube, ich bin Mitte 50, wenn das letzte Kraftwerk in Deutschland mhm. vom Netz gehen soll. Sie sollen eigentlich Mitte 30 sein, wenn das letzte So ist es. Am besten Mitte 20, kann man nicht mehr sagen. Das haben Sie schon hinter sich. Genau. Sagen wir mal, mit 30 wäre das. Ja, das wär Aber das Sie schön. beschäftigen sich im Europäischen Parlament ja nicht so sehr mit Atomkraft, mhm. sondern sie sind im Innen- und Rechtsausschuss. Das heißt, die eigentlichen Themen, mit denen sie sich beschäftigen, sind Polizei, Sicherheit, Internet zum Beispiel. Was passiert eigentlich im Internet? Kann da jeder so klauen, wie er will, oder aus dem Internet herausnehmen, was er will? Manche sagen, das ist Diebstahl, verstößt mhm. gegen Urheberrecht. Mhm. Andere sagen, ist doch alles Verfügbar, kann ich doch nehmen. Also, wie ist Ihre Rechtsposition oder Ihre Position? Ich, ich glaube, dass äh, lange Zeit äh, viele Politiker und Politikerinnen gedacht haben, das Internet sei so etwas wie ein rechtsfreier mhm. Raum. Und das wurde ja auch oft äh, gesagt, das Internet dürfe kein rechtsfreier Raum sein. Ich war nie der Meinung, dass das so ist, denn auch das Internet ist ja bloß ein Teil unserer Welt, in der es keine rechtsfreien Räume eigentlich gibt, außer wenn jetzt so Länder wie Westsahara oder so. Ja. Da gibt es aber keine Infrastruktur für Server, sondern überall gibt es Rechtsordnungen, die gelten. Und wer hier ein Angebot zum Beispiel ins Netz stellt in Brüssel oder wer in Deutschland ein Angebot ins Netz stellt, der muss sich an die entsprechenden Rechtsordnungen seines Landes halten. Und das wird auch in Zukunft so sein. Nur, dass wir vor die Herausforderungen, die Rattenpartei, Konkurrenz von Ihnen, sagt da was anderes ja, das kann aber auch zum teil unwissenheit mhm. sein. es ist tatsächlich so, dass es überall anwendbares recht gibt. es gibt keine orte, wo wir nicht wissen, dass ein recht anwendbar ist. die frage ist nur, will man mit dem anwendbaren recht leben? also wenn zum beispiel jemand bei facebook seine daten einstellt, dann muss er damit rechnen, dass mhm. das anwendbare recht, das eines us-bundesstaats ist, möchte ich damit leben, dass mein datenschutz auch amerikanisch Rechts. ist. genau. und ja, das ist genau das recht, zum beispiel des datenschutzes, Danach gelegen ist meistens, wo das Unternehmen niedergelassen ist. Und das gibt es natürlich in vielen Bereichen, also sei es E-Commerce, also Handel, Kaufen im Internet oder sei, sei es, wenn Homepages im Internet sind oder Internetangebote, die eben zum Beispiel bei uns in Deutschland mhm. illegal sind. Das kann ein Urheberrecht sein, das kann aber auch äh, ganz andere äh, Verstöße sein, die zum Beispiel auch strafrechtlich relevant werden. Strafrechtlich relevant ist zum Beispiel Pornografie im Internet. Großes Thema im Europäischen Parlament: Löschen oder sperren? Löschen, da ja, ist Löschen. Keiner so richtig, weiß, was, was, was passiert denn da jetzt? Löschen ist definitiv die bessere Variante und meines Erachtens auch die, die äh, verfassungskonform durchgezogen werden kann. Ich glaube, dass Löschen vor allen Dingen erstmal, und das ist das Wichtigste, den Opfern hilft. Also den Opfern von Muss Missbrauch hilft es am ehesten, mhm. wenn äh, das Material beschlagnahmt und zerstört wird, das entstanden ist bei diesem Missbrauch. Das sitzen bei Aber der Server sitzt in Amerika, was mache ich denn dann? Genau. Da kann und ich hier in Deutschland oder hier in Brüssel noch so viel beschließen, löschen und das schöne Worte, die Sie gerade gesagt haben, nützen gar nichts. Sie kommen da ja nicht ran. Wie das ist genau das? das Problem, wie gesagt, auch des Rechts im Internet, dass das anwendbare Recht oder die durchsetzende Kraft, also die Polizei zum Beispiel, ja auch manchmal im Ausland sein mhm. kann. Und wenn dann in den USA nicht der Wille besteht, eine solche Kriminalität gleich, nach dem gleichen Niveau zu verfolgen, wie wir das in Deutschland und Europa tun würden, dann haben wir ein Problem. Aber wir sehen, gerade bei den Vereinigten Staaten, das ist, ich mal, das ist mhm. ja ein Land, mit dem sie sehr eng kooperieren und das auch mit uns sehr eng kooperiert ist. Wir auch, zum Beispiel die Vereinigten Staaten, wollen sehr viele Informationen von unseren Polizeibehörden, wollen mit uns enger zusammenarbeiten. Schriftabkommen, sage ich nur. Genau. Na, alle Bankendaten, wollen sie gerne haben, kriegen sie ja jetzt genau. auch. Genau. Und da kann man eigentlich schon... Erwarten, dass sozusagen auch ein Wunsch von europäischer Seite, nämlich zum Beispiel den Kindesmissbrauch im Internet stärker zu verfolgen, gleichwertig verfolgt werden kann. Und da erwarte ich mir einen stärkeren politischen Druck, wenn man tatsächlich sagt, das Löschen ist für uns tatsächlich die wichtigere und bessere Variante. Aber als Grüner bei Atomen sind sie viel stringenter. Da wollen sie das Verbot und das Ende und mhm. hier formulieren sie bei Kindermissbrauch im Internet oder pornografischen mhm. Seiten im Internet, die sowas anbieten, nur den Wunsch, mhm. das zu ändern. Muss Europa, muss das Parlament nicht... Anders vorgehen. Ich weiß nicht wie, hm. aber deswegen sitzen sie ja hier. Naja, also sie eigentlich, beschäftigen sich damit ja, jeden Tag vermutlich genau. mal. Eigentlich sind die Maßnahmen ja die gleichen. Also ob hm. ich nun sage, ich mache eine Richtlinie, in der ich schreibe, alle Mitgliedstaaten müssen sperren, oder ich mache eine Richtlinie, hm. in der steht, alle Mitgliedstaaten müssen löschen. Das sind beides die gleichen hm. Maßnahmen. Ja? Und ich finde halt, wenn die Behörden verpflichtet sind, die Seiten zu löschen, dann müssen sie eben vor Ort den Server beschlagnahmen und vom Netz nehmen. Und wenn er im Ausland liegt, dann sind sie gezwungen, mit diesen Staaten zu kooperieren. Aber in diesem Fall zum Beispiel bei Kindesmissbrauchsmaterial zeigen alle Studien, dass der ganz, ganz große Teil des Materials in den äh, europäischen oder in den US-Bundesstaaten ja. liegt. Und äh, da erwarte ich schon, dass man, äh, sage ich mal, das Durchsetzen auch schafft. Und es gibt andere Beispiele, wo es funktioniert, zum Beispiel beim sogenannten Phishing, also dem Abgreifen von Bankdaten äh, durch Phishing. Genau, das, das, das ist sozusagen, wenn, wenn jemand die Seite der Deutschen Bank, sage ich jetzt mal, fälscht und dann meine Daten, die ich beim Online-Banking eingebe, abgreift und die dazu nutzt, Abbuchungen zu nehmen. Da wird das innerhalb von Sekunden, von Minuten durchgesetzt, dass eine Entfernung vom Server möglich ist, auch in den USA. Und das erhoffe ich mir eigentlich bei einer Richtlinie in Europa auch. Das ist doch ein Riesenwiderspruch, wenn es um Geld geht. Wenn es falsch abgebucht wird, ja. dann reagieren Sie, wie Sie sagen, in ein paar Minuten. Und bei ja. Kindesmissbrauch, Pornografie, dauert es ewig. Ja? Und nochmal eine Prognose. Ich habe Sie eben schon bei Atom gefragt. Ja. Wann wird das umgesetzt sein? Sie arbeiten ja hoffentlich mit Hochdruck daran. Also ich hoffe, dass wir in, in den kommenden drei Jahren eine viel engere Kooperation mit den Behörden in den Vereinigten Staaten haben werden. Und das gilt sowohl für zum Beispiel die Terrorismusbekämpfung, wo ich ja sehr kritisch auch bin, was die Maßnahmen angeht, als auch für solche polizeilichen und justiziellen Maßnahmen. Das liegt aber natürlich grundsätzlich daran, bekommen wir es hin, unsere Rechtskulturen und unsere Systeme aneinander anzugleichen. Und das bedarf... Ja, kriegen wir es denn hin? Ich glaube schon. Ja. Ja, die, dafür die, sitzen Sie ja im Parlament. Genau. Ich glaube, dass wir Überzeugungskraft haben. Und jetzt äh, im, äh, im April äh, mhm. fahre ich auch äh, noch mal in die USA, um dort zu verhandeln. Und ich glaube, dass das äh, durchaus äh, eine gute Möglichkeit ist, das auch nochmal anzusprechen. Sie haben eben gesagt, Sie sehen die Terrorismusgesetze äh, ein bisschen kritisch. Gehen die Ihnen zu weit? Sind die Ihnen zu scharf? Schränken die zu sehr die Freiheit an, unsere individuelle Freiheit, die durch das Grundgesetz ja eigentlich garantiert ist? Oder was sehen Sie daran kritisch? Ich glaube, ich sehe zwei Sachen daran kritisch und die eine wird oft vergessen. Ich sehe daran kritisch, dass sie nicht effektiv Kriminalität und Terrorismus bekämpfen. Und das ist das Wichtigste. Und zweitens sehe ich daran sehr kritisch, dass sie sehr unverhältnismäßig zum Teil unsere Rechte einer freiheitlichen Demokratie, hm. unsere individuellen Rechte einschränkt. Und das mache ich meistens an einem Punkt deutlich, nämlich die Tatsache zum Beispiel der Vorratsdatenspeicherung, die wir uns hier in Europa gegeben haben und die in Deutschland sehr umstritten ist. Wo die Kommission jetzt eine Evaluation gestartet mhm. hat und erfragt hat, haben wir eigentlich genügend Belege dafür, dass diese Vorratsdatenspeicherung notwendig ist und dass sie effektiv Kriminalität und Terrorismus bekämpft hat. Dazu gibt es so gut wie keine Belege bis heute, keine Evaluationsergebnisse. Und die, die es gibt, zeigen deutlich darauf hin, dass es nur sehr wenige Fälle sind, die eine solche massenhafte Überwachung verbessert. Sie haben noch eine Menge zu tun. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Jan-Philipp Albrecht, der jüngste, Deutsche Abgeordnete im Europaparlament, ja, Atom, Kriminalität, Kinderpornografie, das alles muss geregelt werden. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute da waren, und ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Und wenn Sie eine Sendung von Capital Beat nochmal nachsehen wollen, können Sie das auf unserer Webseite www.capital-beat.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, bis nächste Woche und tschüss.